Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom LS22024-Projekt. Einen wunderschönen Mittwochmittag wünsche ich. Jo, in der letzten Folge haben wir ja da angefangen, das zu striegeln. Jo, das habe ich jetzt so halbwegs weitergemacht und dann habe ich vorgespult und jetzt müssen wir da mal schauen. Beim Feld auf halt, glaube ich, Dünger und Kalk. Dann kurz, sollen wir mal schauen. Benötigt Kalk. Und Unkraut ist auch schon da. Oh mein Gott. Unkraut. Bin ich los oder sehe ich das nicht? Wo ist denn das jetzt? Ich so kann. Was ist eigentlich hier? Wer hat denn das jetzt? Ja, das passt ja. So, dann müssen wir mal schauen, wie das funktioniert. Oder wir holen uns noch so ein Dings. Ja, mit dem Grot kann ich striegeln. Lust. Jungs und Mädels. Ich hab da was vergessen. Ich hab den Herrn Kollegen da hinten heute abgekauft. Oh Mann, da war er schon. So, jetzt habe ich alles. Heute ruckelt's aber ein bisschen. So ist es. Jetzt müssen wir es erzeugen. Ich glaube, da hat man eine tolle synchronisiert. So, dann verkaufen wir es wieder. So, jetzt können wir uns
den Striegel holen. Schaut zwar ein bisschen niedrig aus, aber ne. Dann schauen wir mal. Ah ja, jetzt machen wir noch Pflegebereich. Oh Mann. Hab ich jetzt wieder vergessen, weil wenn ich da drin fahre, dann ist wieder alles hin. Ah, der hat gar kein Dings. Ja, Mann. Wie schaut's denn mit den neuen Kollegen aus? Lecker. Manometer. So was kann ich doch nicht arbeiten. Was ist denn das? Kredit. Es ist wirklich nur für solche Arbeiten. Besonders können wir den nicht gebrauchen. Schauen wir mal, jetzt bald einmal ein Geld reinkommt. So, schauen wir mal, ob das was wert ist. Thank you.
Augen sehen, weiß nicht. Bisschen zu groß oder was? So, jetzt haben wir den Winkel mal konfigurieren. Jetzt warte ich einmal, wie das geht. Herr Kollege, was machen Sie? Feld 5. Feld 5. Jo, das war's.
Ja, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo und ein Like drauf. Schaut es in der nächsten Folge wieder vorbei. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.